Hallo und willkommen bei How to Buddies. Wir haben hier das Motorola Razr 2022 vor uns liegen und wollen euch in diesem Video mal mit auf den Weg nehmen, wie wir denn Apps herunterladen können bei diesem Gerät. Generell ist es ja so, dass bei Android-basierten Smartphones der Google Play Store die Quelle aller Apps ist. Das ist auch hier so. Dieses Symbol ist der Google Play Store. Findet ihr entweder hier, je nachdem wie ihr eure Apps hier auf dem Display angeordnet habt. Ansonsten eben auch hier sehen wir es nochmal und ich glaube auch irgendwo hier dann nochmal richtig eingeordnet, alphabetisch, da sehen wir es dann auch nochmal. Wir klicken da dann entweder irgendwo an diesen Stellen drauf oder wir können auch einfach hier, wenn ihr auch die Google Searchbar zum Beispiel installiert habt oder auch eine andere Searchbar wahrscheinlich, kommt ihr auch irgendwie dahin, könnt ihr zum Beispiel hier auch jetzt einfach loslegen und was eintippen. Das heißt, wenn wir jetzt mal angenommen eBay Kleinanzeigen herunterladen wollen, das haben wir da schon mal, also brauche ich jetzt in diesem Fall nur darauf zu drücken, dann passiert das, ich kriege so ein paar Suchergebnisse, dann genauen Standort, nein, nicht verwenden. Jetzt installieren, eBay Kleinanzeigen. Ich kriege als erstes hier schon so eine Anzeige von eBay Kleinanzeigen und sehe hier auch diesen Installieren-Button. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, je nachdem, was ihr da eingebt. Manchmal kriegt ihr da oben auch irgendwelche komischen Anzeigen, Werbeanzeigen angezeigt, die man sich dann vielleicht nicht so gerne herunterlädt. Eben darauf achten, dass ihr das richtige Symbol habt und so weiter. Und hier sehen wir auch nochmal den Installieren-Button. Ich klicke jetzt einfach da drauf und jetzt komme ich in so eine abgespeckte Ansicht vom Google Play Store, beziehungsweise in diese Startansicht, die wir eben auch haben, wenn wir den Weg hier rüber gehen. Ihr seht, wenn ich jetzt auf den Google Play Store klicke, bin ich praktisch von meiner Google-Suche direkt über diese Browser-Suche sozusagen direkt in Play Store geleitet worden. Wenn ich den jetzt einmal schließe, machen wir das mal auf dem herkömmlichen Wege, klicke ich auf den Play Store und klicke jetzt hier oben in mein Suchfenster zum Beispiel Kleinanzeigen, kriege das hier schon angeboten, zack. Und dann bin ich wieder auf dieser Ansicht, was hier unten eben dargestellt wird, das ändert sich sicher zwischendurch mal. Und genau, wir können jetzt hier noch auf diese App klicken, um dann, genau, das war glaube ich die Ansicht, die wir eben hatten, um genauere Informationen abzurufen. Ihr seht dann bei jeder App unten auch eben Bewertungen und Rezensionen. Wenn ihr euch noch nicht so sicher seid, wie andere Leute das finden oder wie diese App so ist, dann könnt ihr euch das eben hier alles durchlesen. Ihr seht hier eine Rezensierung bei den Apps, immer 4,5 Sterne von 5, das ist ja schon mal ganz gut, bei 831.000 Rezensionen. Ihr seht mehr als 10 Millionen Downloads, das ist auch ziemlich gut und ja, hier USK und hier ein paar Screenshots und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt hier auf Installieren klicken, kann ich auch sagen, auf mehr Geräten installieren. Okay, wir haben hier noch ein paar andere, alles klar. Wahrscheinlich übers Netzwerk irgendwie, die hier sich miteinander verständigen. Ich sage jetzt einfach mal installieren und ihr seht dann hier diesen Installationsprozess, so und so viel Prozent wird von Play Protect überprüft, eben aus Sicherheitsgründen, damit ihr euch auch keinen Quatsch herunterladet oder keine schadhafte Software. Und dann sehen wir, können wir jetzt direkt wieder deinstallieren oder sagen öffnen. Ich öffne mal und dann bin ich schon in eBay Kleinanzeigen drin. Und sehe jetzt auch hier, das Display springt automatisch rüber dahin, wo die neue App abgelegt wurde, nämlich hinter der letzten App, die irgendwo auf eurem Display zu finden ist. Die hier unten gehören ja nicht dazu, das seht ihr ja, die sind hier unten praktisch so angeordnet, aber da, wo dann Freiraum ist, wird dann automatisch die neue App hinzugelegt. Die könnt ihr euch natürlich auch jederzeit hinschieben, wo ihr wollt. Das ist auf jeden Fall das Prozedere zum Download von Apps bei eurem Motorola Razr 2022. Ganz gleich, was für eine App ihr suchen wollt, ihr findet sie im Play Store und ja, das war es im Prinzip schon. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen helfen. Euch hat das Video gefallen? Lasst gerne einen Daumen nach oben da für uns. Wir gucken uns in den nächsten Videos auch noch an, wie wir Apps aktualisieren, wie wir sie verschieben, Ordner erstellen, wie wir Apps deinstallieren. Also jede Menge Info. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei und sag mal bis dahin. Tschüss!